Hallo und herzlich willkommen bei Makramee-Anleitung. Ich bin Flo und heute gibt es auf meinem Kanal wieder ein Armband-Tutorial. Diesmal ein eher schlichtes Design mit so einem Malachit in der Mitte, was auch für Anfänger geeignet ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Die Materialien, die du brauchst, um mit dem Knüpfen loszulegen, sind 1 Meter hellbraunes Garn sowie 2x90 cm dunkelbraunes und weitere 6x80 cm dunkelbraunes Garn. Dann natürlich eine Malachitperle mit Durchmesser 8 mm, die eine Bohrung haben muss, sodass 1 mm Garn durchpasst. Die genauen Materialien, die ich hier verwende, sowie die Nummern für das Garn, habe ich dir wie immer unten in die Beschreibung gepackt. Zu Beginn greifst du dir einen der 90 cm langen dunkelbraunen Fäden und spannst diesen genau mittig oben ein. Und dann befestigst du dir nacheinander drei weitere Bänder mit Länge 80 cm und zwar so, dass du diese auch wieder mittig in einer Schlaufe fasst, dann hier unter dem Band runter durchgehst, was du oben eingespannt hast, dann die beiden Enden aus der Schlaufe wieder rausziehst und das Ganze festmachst. Und dann musst du das obere Ende nochmals über das oben eingespannte Band drüberlegen und auch wieder unten rausziehen. Und wiederholst das Ganze nochmal auf der Unterseite. Genau das gleiche machst du jetzt wie gesagt noch mit zwei weiteren Bändern. Wenn du alle drei Bänder befestigt hast, kannst du noch einmal an allen Strängen ein bisschen ziehen, damit das Ganze wirklich schön fest sitzt. Genau die gleiche Prozedur wiederholst du nun mit dem verbleibenden Band der Länge 90 cm und den anderen drei Bändern mit Länge 80 cm, also so, wie wir es eben schon gemacht haben. Du spannst das 90 cm Garn oben ein und dann immer in der Schlaufe das 80 cm Garn drunter führen und festmachen und das eben so lange, bis alle Bänder aufgebraucht sind. Auch hier wieder am Ende nochmal kräftig an allen Bändern ziehen, damit das Ganze wirklich fest sitzt. Du spannst dir dann beide diese Teilstücke so nebeneinander, dass die angeknüpften Bänder nach links und nach rechts rausschauen. Dann nimmst du dir das hellbraune Garn, was wir noch übrig haben, und fädelst dir dort die Malachitperle drauf. Das Ganze dann so weit rausziehen, dass beide Enden gleich lang sind, und dann spannst du dir das eine Ende oben genau zwischen die beiden dunkelbraunen Garnstücke, die wir schon eingespannt haben. Du hast jetzt also hier auf der Unterseite diese zwei dunkelbraunen, die rausschauen, und in der Mitte das eine hellbraune. Und was du jetzt machst, ist, du legst das rechte Ende über das hellbraune und das linke Ende auch, sodass die sich also beide hier in der Mitte kreuzen. Und jetzt nimmst du vorsichtig das hellbraune und führst es über beide gleichzeitig drüber weg und ziehst es hier so fest. Pass dabei auf, dass das richtig straff gehalten wird und nicht rausrutscht. Und dann machst du das nochmal, also wieder drüber und unten aus der Schlaufe rausziehen. Jetzt müsstest du an den beiden dunkelbraunen Enden ziehen können, sodass sich das Ganze zusammenlegt. Drehen wir das Ganze mal auf die andere Seite und wiederholen diesen Prozess. Schauen wir uns das Ganze nochmal zusammen an. Als erstes schiebe ich die Malachitperle hier oben bis auf Anschlag, da sie nicht mehr weiter kann. Dann lege ich mir das linke und das rechte Ende von den dunkelbraunen übereinander, sodass das hellbraune unten rausschaut und dieses dann über beide gleichzeitig drüber weg, während ich die dunkelbraunen straff ziehe. Und noch einmal drüber weg und durch die Schlaufe.
Jetzt kannst du wieder an den beiden Enden hier ziehen und das Ganze legt sich zusammen. Dein Armband sollte jetzt also so aussehen, dass hier oben und unten ein hellbrauner Faden rausschaut und an jeder Seite 8 dunkelbraune. Du spannst jetzt genau die Hälfte der dunkelbraunen auf beiden Seiten oben ein, natürlich zusammen mit dem einen hellbraunen. Und dann sollten hier auf der linken Seite 4 dunkelbraune und auf der rechten Seite 4 dunkelbraune Bänder rausschauen und eben dein eines hellbraunes in der Mitte. Zieh ruhig nochmal an den beiden Bändern hier an der Mitte, dass das auch wirklich richtig fest sitzt. Und jetzt fängst du damit an, dass du das ganz rechte von diesen 4 Bändern nach innen führst und dabei eben die 3 anderen, die daneben sind, dort drumherum legst. Wie gesagt, hier am Anfang dolle aufpassen und ruhig immer nochmal nachjustieren, dass die Bänder, die du zusammengefasst hast, nicht einzeln abhauen. Und das gleiche machst du jetzt spiegelverkehrt auf der linken Seite. Das heißt, das ganz linke Band, das legst du über diese anderen 3 und machst diese daran fest. Jetzt hast du rechts und links jeweils eben noch den innenlanglaufenden Faden und du machst das gleiche wie vorhin, und zwar legst du das linke Ende zusammen mit dem rechten, sodass du dann hier so eine Schlaufe hast, und das hellbraune Band, was da unten noch rausschaut, das legst du wieder in diese Schlaufe rein, also über beide gleichzeitig drüber, durch die Schlaufe durchziehen und noch einmal drüber und richtig festziehen. Dann kannst du wieder an den beiden Enden ziehen und es legt sich insgesamt zusammen. Dieses Pattern wird nun einfach immer weiter fortgeführt. Ich zeige es dir nochmal auf beiden Seiten. Also das ganz rechte legst du nach links und die anderen 3 erstmal drumherum. Spiegelverkehrt auf der linken Seite das gleiche, also den ganz linken über die 3 anderen legen, diese dann daran festknoten. Und dann hast du hier, wie gesagt, diese 2 dunkelbraunen Enden, wobei du das linke zusammenfasst mit den rechten übereinander legen. Und dann das hellbraune, was unter beiden noch rausschaut, gemeinsam um diese drumherum. Und noch ein weiteres Mal. Dann an den beiden übereinandergelegten Bändern einmal kräftig ziehen. Und dieses Pattern erstmal immer weiter fortführen. Wenn du das Pattern eine Weile so durchziehst, sollte das Armband irgendwann so aussehen. Ich habe jetzt hier 22 solche Reihen geknüpft, wobei ich die hier oben mitzähle. Was jetzt wichtig ist, um das Armband abzuschließen, von den 4 Bändern, die hier rausschauen auf der Seite, muss das dritte von links das längere sein. Also du hast ja ein 90 cm Band am Anfang gehabt und dann die mit 80 cm und die beiden hier und dieses eine. Das sind die kürzeren und der hier, der dritte, ist der längere. Und auf der anderen Seite natürlich analog, also die beiden sind die kurzen und das hier, der dritte von rechts, ist dann der längere. An dieser Stelle geht es dann weiter, damit das Ganze zu verjüngen. Du machst erstmal genauso weiter wie sonst auch, also legst das ganz rechte
zur Mitte und umwickelst dieses. Schneidest dir dann aber das Umwickelnde gleich mal ab. Und auf der anderen Seite natürlich parallel das gleiche. Also wieder das ganz linke zur Mitte führen. Dieses dann auch wieder abschneiden und die nächsten beiden hier auch noch umknoten. Dann hast du wieder die beiden Enden in der Mitte rausschauen, welche du übereinander legst und dann eben mit dem hellbraunen gemeinsam umwickelst, dass sich diese Linie hier weiterführt. Dann wieder an beiden Enden ziehen. Jetzt ist an der Außenseite das ganz lange Band auf der linken und auf der rechten Seite. Und dieses führst du auch wieder nach innen. Und schneidest hier auch gleich wieder das Band, was du als erstes zum Umwickeln benutzt hast, gleich ab. Und dann gibt es ja nur noch ein weiteres, was du hier herumlegen kannst. Und auf der anderen Seite machst du das genauso. Also das ganz linke in die Mitte führen. Und das erste, was du drumherum legst, wieder abschneiden. Und das zweite noch mit drumherum. Und dann das Ganze wieder zusammenfassen. Das ganz linke und das ganz rechte Band, was hier rausschaut, die kannst du auch beide wieder abschneiden. Und dann aus den drei Bändern, die jetzt hier im Endeffekt noch übrig bleiben, machst du einen einfachen Flechtknoten. Also das linke in die Mitte der anderen beiden und dann einfach immer weiter flechten. Wenn du nicht wissen solltest, wie man mit drei Bändern flechtet, dann kannst du dir dazu nochmal mein Basic-Tutorial anschauen. Dazu musst du einfach oben rechts dem Link folgen, dann kommst du zum entsprechenden Video. Du kannst dann aufhören zu knoten, wenn der Teil, den du geknüpft hast und der Teil, den du geflochten hast, ungefähr gleich lang ist. Und machst dir dann am Ende des geflochtenen Teils einen einfachen Überhandknoten mit den restlichen Bändern. Und ziehst am besten an jedem Band nochmal einzeln, damit das Ganze wirklich festsitzt. Dann natürlich das Ganze hier auch wieder knapp abschneiden. Und dann spannst du dir am besten das Ganze nochmal aus und drehst es auf die Rückseite, um dann hier die Reste nochmal ganz knapp abzuschneiden. Und dann schnappst du dir ein Feuerzeug und guckelst alle Enden, die wir abgeschnitten haben, noch einmal vorsichtig an und drückst sie mit dem Finger fest, damit dort nichts mehr rausrutscht und das Ganze abgeschlossen werden kann. Die eine Hälfte des Armbands ist damit abgeschlossen. Du spannst dir nun das Armband andersrum oben ein und wiederholst die Schritte vom Anfang auf der anderen Seite. Schau dabei auch nochmal, dass alles wirklich fest sitzt, bevor du anfängst, die rechte Seite zu knüpfen. Also wieder das ganz rechte von den vieren hier in die Mitte führen und die anderen drei drumherum. Auf dieser Seite machst du, wie gesagt, genau das gleiche wie auf der Seite, die wir bereits schon gemacht haben. Das Armband an sich ist an dieser Stelle nun fertig. Was ich hier noch gemacht habe auf der Rückseite, ist ein Verschlussknoten, um das Ganze dann auf- und zuschieben zu können. Dazu habe ich aber noch ein extra Video, das verlinke ich dir oben rechts und unten in der Beschreibung, falls du nicht weißt, wie das geht. Wenn du dir weitere kostenlose Makramee-Videos wünschst, dann gib dem Video doch einfach einen Daumen nach oben.
Ansonsten kannst du auf der rechten Seite meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen, und hier auf der linken Seite ein weiteres Armband-Tutorial von mir machen. Ich wünsche dir einen tollen Tag, mach's gut und wir sehen uns im nächsten Video.